Aufgrund eines Unfalls war die Autobahn 29 zwischen Fedderwarden und Wilhelmshaven am Mittwoch für mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei ist ein Sattelzug mit einem Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Farel kollidiert. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrer des Sicherungsfahrzeuges, der sich während des Aufpralls angeschnallt im Auto befand, wurde schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.